Jetzt fangen wir etwas unkonventionell an, nämlich mit einem der interessantesten Fotokünstler der Gegenwart. Es ist Hannes Schmid im Duett mit Mark Schmidli von PricewaterhouseCoopers. Das Thema sind die energiewirtschaftlichen Ökosysteme der Zukunft oder in den Worten des Künstlers, The Art of Transformation. Jedes Bild erzählt eine besondere Geschichte. Jede Geschichte wird ein besonderes Bild. Eine Geschichte zu erleben war mir nicht gut genug. Ich musste sie leben. Realität zu inszenieren, das war mein Ziel. Hannes Schmid führt uns an die aufregendsten Plätze der Welt. Wo andere an Grenzen gelangen, geht er noch einen Schritt weiter. So entstehen Bilder, die sich in das Gedächtnis ganzer Generationen eingebrannt haben. Schicken Sie Ihre Augen auf eine unglaubliche Reise. Art of Transformation, die Kunst der Veränderung, die Kunst, sich zu verändern. Sie sehen hier ein grafisches Protokoll unserer PwC-Energietagung. Sie fand im letzten Herbst in Berlin statt. 500 Teilnehmer aus 60 verschiedenen Ländern aus Politik, Forschung, Lehre, Energiebranche und Industrie. Das Thema war Energietransformation und Perspektiven für nachhaltige Geschäftsmodelle. Es hat sich dabei gezeigt, dass eine Transformation industrieweite Herausforderungen in allen Ländern sich vielseitig und komplex darstellen und nicht nur die gesamte Wertschöpfungskette eines Unternehmens beeinflussen, sondern vor allem auch dessen Selbstverständnis. Es hat sich auch gezeigt, dass die Transformation ungewöhnliche, unerwartete Formen annimmt und vor allem, dass die Transformation kein Managementkonzept ist, sondern eine Kunst. Mit diesen Gedanken haben Hannes Schmid und ich die folgende Präsentation gestaltet und möchten Ihnen in einem ersten Teil das Thema Transformation aus Sicht des Künstlers Hannes Schmid vorstellen. In einem zweiten Teil möchten wir energiespezifischer Aspekte einer Transformation aufnehmen und Ihnen Gedanken unserer globalen Studie Road Ahead aufzeigen, welche wir Ihnen hoffentlich als Orientierungshilfe in einem Transformationsprozess mitgeben können. Transformation ist etwas, was uns alle betrifft. Alle, die wir hier in dem Saal sind, das begleitet uns von der Stunde der Geburt als Kind, als Baby zum Erwachsenen. Es betrifft aber auch unsere Gesellschaft, es betrifft den Staat, es betrifft Europa und es betrifft die Welt. Als Künstler bin ich in einer konstanten Transformation. Ich habe vielleicht ein bisschen mehr Freiheit wie in einem anderen Gewerbe, aber es ist auch für mich sehr wichtig, dass ich darstellen kann durch meine Arbeit, wie ich Transformation gelebt sehe und wie ich sie entwickle. 1998 hat sich British American Tobacco entschieden, sich ins Formel 1 einzukaufen mit zig Millionen von Pfund. Sie haben den Rennstall BAR Honda gegründet, haben Jacques Villeneuve eingekauft mit zig Millionen, Olivier Panis und haben so ihre Marke Lucky Strike weltweit neu definiert. Diese Investments waren so groß, dass man natürlich schon nach kurzer Zeit einen sogenannten Return erwartet hat. Aber ein Return im Formel 1, der ist dann schwierig,
Wenn man halt zum Beispiel Honda als Partner hat und diese Motoren immer nach der dritten Runde den Geist aufgeben. Es ist ja so, dass Media Return im Formel 1 definiert sich so, dass wenn das Auto fährt und die Kamera auf diesem Auto ist und möglichst noch verrückte Szenen ablaufen und man den Brand sieht, das wird gestoppt in Sekunden und das wird dann in Millionen umgerechnet bei 300 oder 400 oder 500 Millionen Zuschauer am Fernsehen. Aber wie gesagt, leider war die Schwäche dieses Teams nicht der Fahrer und auch nicht das Geld, die Schwäche war der Motor. Und somit hat eigentlich British American Tobacco ein Problem bekommen und ich wurde dann konsultiert und sie haben zu mir gesagt, gibt es eine andere Form, um Media Returns zu kreieren? Ich habe sehr schnell festgestellt, dass Formel 1 ist kontrolliert von Bernie Ecclestone und Max Mosley. Bernie Ecclestone besitzt jedes bewegendes, fahrendes Auto und es ist sehr schwierig, da drin etwas zu machen, weil es ist alles vermarktet bis zum letzten Zahnstocher auf einem Formel 1 Rennen. Ich musste einen neuen Weg suchen, eine Transformation. Und mir kam einfach 1998, habe ich auf einmal gesehen, dass eigentlich diese Fahrer, das sind die Helden. Und diese Fahrer, die stellen eigentlich auch ein Vorbild dar in der Sportwelt und in der Motorsportwelt. Und ich habe eine Brücke geschlagen zu einem Model, aber nicht in der Sache von einem Modemodell, sondern einem Vorbild in der Gesellschaft. Und so habe ich begonnen, eigentlich diese Fahrer ganz neu zu interpretieren und zu zeigen. Das hat sehr schnell zu großen Erfolgen geführt. Ich habe sie verbunden in die Kunst, ich habe sie verbunden in die Mode, ich habe sie befunden eigentlich in die Gesellschaft. Und das Interessante daran war, dass es uns gelang, eigentlich in kurzer Zeit mehr Media Returns zu kreieren durch diese Geschichte, wie was wir aus den Rennen herausbekommen haben. Aber es hing eine ganz dunkle Wolke über der Tobacco-Branche. Man wusste, irgendwann kommt die Stunde und die Welt ist dunkel. Das heißt, man kann eine Zigarette nicht mehr bewerben. Und der Auftrag war dann, eine neue Transformation zu finden. Wie kann ich einen Brand am Leben halten, der eigentlich nicht mehr gezeigt werden darf in der Gesellschaft? Und für mich war es ganz klar, das kann nicht durch einen Menschen geschehen, das kann auch nicht durch dieses Auto geschehen, sondern das müsste eigentlich durch dieses Brand-Logo, nämlich dieses Lucky Strike-Logo, müsste das passieren. Dieses Logo wurde schon sehr künstlerisch entwickelt. Raymond Levy, einer der größten Designer in den 60er Jahren, er hat das McDonald's M, er hat Exxon, er hat Greyhound designt und er hat das Bullseye entwickelt. Das Bullseye ist dieses Logo von Lucky Strike. Es hat einen roten Innenkreis, einen weißen, einen grünen und einen schwarzen. Und ich habe gesagt, wenn man das neu darstellen könnte, wenn man da einen neuen Weg, auch Emotionen finden könnte, eine neue Bewegung, dann hätte man eine Chance, dass das in den Köpfen der Leute besteht. Ich habe dann sofort dieses Lucky Strike entfernt und hatte jetzt eigentlich ein zweidimensionales Zeichen. Ich habe eine neue Interpretation gesucht, eine Transformation. Ich habe gesagt, ja, ist doch wunderbar, der rote Kreis repräsentiert den Mensch. Der weiße Ring, die Intelligenz. Der grüne, die Umwelt und die Natur. Und der schwarze Kreis, das Universum. Und somit habe ich eine ganz neue Basis geschaffen. Ich hatte neue Interpretation gefunden. Und dann habe ich gesagt, wenn ich das jetzt auseinanderschneide, dann bekomme ich einen dreidimensionalen Körper. Und dieser dreidimensionale Körper, der lässt mir wieder ganz neue Freiheiten offen. Und vor allem, wenn ich ihn jetzt beginne zu bewegen, dann habe ich eigentlich ein Mobile, eine spielerische Möglichkeit zu kommunizieren, zu verbinden, auch zu argumentieren. Und so ist etwas ganz Einmaliges entstanden, nämlich eine fast, man könnte sagen, eine Planetenwelt. Die Interpretation von mir war natürlich sehr schön, weil ich habe gesagt, ja und jetzt kommt der Zeitfaktor dazu. Die Zeit ist das, was für uns Menschen das Kostbarste ist. Wir vergessen das immer wieder. Und der Moment ist noch kostbarer. Das Einzige, was ein Moment festhalten kann, das ist ein Fotoapparat. Und dieser Moment, wo ich im Moment mit Ihnen spreche, der kommt nie mehr zurück.
Den kann ich in einer Filmkamera festhalten mit 24 oder 50 Bildern oder mit einem Fotoapparat. Und diesen Zeitfaktor, den habe ich dann versucht hier hinein zu interpretieren, indem ich eben dieses Mobile genommen habe, vor meine Kamera platziert habe, sie mit Luft angeschossen, dass ich es bewege, und dann sind Bilder entstanden, komplett neue Bildwelten. Ich habe mit PAT gesprochen, habe gesagt, wir müssen einen Kunstkörper schaffen, Tribe Art. Ich habe gesagt, Formel 1, das sind wie Tribes, die gegeneinander kämpfen. Die Kunst ist ein wichtiger Transporteur, ein wichtiger Faktor. Und wenn ich jetzt diese Bilder mache und wir die zusammenführen können in eine Kunstausstellung und wir noch andere Künstler nehmen, das haben wir dann auch gemacht, Julian Oppi, Jalan Hussein, und so haben wir eigentlich einen Kunstkörper geschaffen, dass während der Rennen, während der Formel 1 Rennen sind die mitgereist, wir haben riesige Ausstellungen gemacht in Jakarta, in Shanghai, in New York und in London, und so ist eine komplett neue Welt entstanden. Ich bin mit diesen Mobiles durch die ganze Welt gereist, das ist zum Beispiel Brasilia. Warum? Hans Niemeyer, der Architekt, ich wollte es auch in die Architektur verbinden, der hat ja diese wahnsinnigen Visionen gehabt, wie das Ganze hier abläuft. Und somit war eigentlich das erreicht, was ich wollte. 2006 wurde die Welt dunkel für Tobacco, somit hat dann alles aufgehört. Aber für mich hat dieses Mobile weitergelebt. In der Zwischenzeit wurde ich angefragt von einem großen Museum in Peking, Today Art Museum, ob ich eine große Kunstinstallation machen möchte. 2013 hatte ich ja eine Ausstellung im Kunstmuseum Bern, sehr große Retrospektive, und ich durfte den Flughafen Zürich übernehmen. Und im Flughafen Zürich habe ich eine sehr große Installation gemacht. Und ich wusste aber, dass Menschen, die eben an einen Flughafen hinwegfliegen, gar keine Zeit für die Kunst haben. Und ich habe gesagt, wie verbinde ich die Leute? Wenn ich am Flughafen gehe, dann mache ich Check-in, dann bin ich gestresst, dann muss ich die Passkontrolle, und dann gehe ich noch in Duty-Free, da kaufe ich mir noch irgendeinen Whisky oder ein Parfüm, und dann muss ich vielleicht noch aufs Klo, und dann muss ich ja schon schauen, wo geht mein Flieger, und schon bin ich weg. 2013 war die Zeit, wo der QR-Code so langsam in unsere Gesellschaft Einzug gehalten hat, eine neue Technologie. Ich habe ein 3D-virtuelles Museum gebaut, und wir hatten 5,6 Millionen Menschen, die durch diese Ausstellung gegangen sind am Flughafen, und 1,3 Millionen haben sich verbunden über diesen QR-Code mit meinem Museum. Bei den Analysen haben wir gesehen, dass es 70% Asiaten sind, die sich verbunden haben. Ich war fasziniert, was ist denn da passiert? Also, die Asiaten haben eine ganz andere Affinität zu diesen Smartphones. Für mich war klar, wenn ich nach China gehe, dann muss ich das einbauen. Und für mich war natürlich auch klar, dass ich eine Installation schaffe, wo eben die Möglichkeit besteht. Also wieder eine Transformation von diesem einfachen Logo von Lucky Strike in eine ganz neue Welt, nämlich eine Welt, die in der Lage ist, eine digitale Community zu bauen. Diese Installation hat 5 von diesen Mobiles. Diese 5 Mobiles repräsentieren aber nicht nur die Welt der Zeit, nein, sie repräsentieren die Philosophie des Taoismus. Weil wenn Sie nach China gehen, wo 90% oder 95% der Menschen keine Bildung hat in zeitgenössischer Kunst, auch die Kreativität nicht da ist, dann müssen Sie schauen, dass Sie Brücken bauen, dass diese Menschen verstehen, was Sie machen oder was Sie ihnen mitteilen möchten. Diese 5 Elemente im Taoismus, man glaubt, dass jedes lebendige Wesen eben aus diesen 5 Elementen besteht: Wasser, Eisen, Feuer, Stein und von der konstanten Transformation. Und das ist hier in dieser Ausstellung enthalten. Diese Mobilis wurden in der Schweiz hergestellt, State of Art Aircraft Technology, 8000 Kilo schwer. Und was das Verrückte an der Geschichte ist, dass diese einen Zeitfaktor haben. So ein Mobile braucht 272 Millionen Umdrehungen, bis es einmal wieder genau gleich steht. Ich wurde begleitet von der Universität in Lausanne, von Cornelia Emesch, sie ist die Professorin für zeitgenössische Kunst. Und diese Elemente wurden auch mit der Universität entwickelt. Und wenn Sie den Zeitrahmen nehmen des äußeren Rings, der sich bewegt, dann sind das genau 86,6 Jahre. Per Zufall entspricht das nämlich genau der Lebenserwartung eines Menschen in der Schweiz. Das war aber nicht genug. Ich wollte ja, dass diese chinesischen Besucher sich einbinden. Wir haben eine Application kreiert.
Der Besucher kam rein, hat das Smartphone in die Hand genommen, hat ein Foto gesucht in seiner Fotobibliothek, hat sie aufgeladen auf mein Mobile und meine Kunst war verbunden oder verschmolzen mit der Kunst von dieserjenigen Person. Die Faszination war, dass die sofort das fotografiert hatten, gefilmt und natürlich über ihre Social-Plattformen, Sina Weibo, WeChat, direkt wieder an die Bevölkerung weitergegeben haben. Wir haben in 6 Wochen über 30 Millionen Menschen erreicht. UBS war mein Partner. UBS möchte natürlich in China seine Platzierung finden. Es geht ja nicht nur eigentlich um Private Assets, es geht natürlich auch um das Retail-Geschäft. Ich meine, 1,4 Milliarden Menschen bestimmt in kurzer Zeit haben 1 Milliarde eine Kreditkarte und das ist natürlich ein Geschäft. Aber in einem Land mit 1,4 Milliarden, wie weiß man, wer sie sind? Wie weiß man, dass es sie überhaupt gibt? Die einzige Möglichkeit ist wirklich über diese digitale Welt, weil das ist auch die günstigste. Wenn Sie denken, dass Sie ja bereits auf Sina Weibo jeden Tag über 1,6 Milliarden Kontakte haben, verbreitet sich so etwas natürlich sehr schnell. Diese Dreidimensionalität, diese Verbindung, diese spielerische, die hat eben nicht nur zu den einmaligen Kontakten geführt, weil ein digitaler Traffic, der ist dann wertvoll, wenn er länger ist wie 20 Sekunden und wenn er wiederholt stattfindet, dann haben Sie einen Asset und dann haben Sie eine Möglichkeit zu kommunizieren. Es gab aber auch eine vierte Dimension. Und wenn Sie sehen, wie diese Mobile sich bewegen und wie das Ganze entsteht, haben wir einmal natürlich das zweidimensionale Objekt. Wir haben eine Projektion, die das Bild auf dieses Objekt strahlt. Durch den Verzug entsteht eben ein dreidimensionales Bild, es entstehen Kugeln und durch den Schatten, der sich bewegt, ist eine Zeitreferenz vorhanden. Und diese Installation, die war so eindrücklich und auch bewegend. Und in China ist das so, wenn Sie als Künstler nach China gehen, da kommt am Tag vor der Eröffnung kommt eine Delegation einer chinesischen Regierungskommission. Und die entscheidet dann, ob Sie am nächsten Tag die Türe öffnen dürfen oder nicht. Und Sie können sich vorstellen, was Sie da für ein finanzielles Risiko eingehen, wenn Sie Installationen herstellen, große Kunden haben, wo Millionen Investitionen da sind für Aktivierung, für den Bau, für den Transport und überhaupt das Ganze auszuführen. Ich hatte Glück, die Kommission war so begeistert, dass am nächsten Tag Mr. J.R. Ping, he is the General Secretary of Peace and Communication, im Museum war. Und er hat das angeschaut und hat gesagt, ich bin fasziniert. Ich bin fasziniert von dieser Welt. Ich bin fasziniert von dem, was sie uns erzählen. Und er hat dann mich gefragt, ob er mehrere Regierungsgruppen zu mir schicken dürfen. Ich habe über 6 der wichtigsten Institutionen habe ich geführt. Es waren sicher mehrere 100 Abgeordnete aus der politischen oberen Klasse. Und es gab dann ein Podiumsgespräch und ich wurde dann gefragt, ob ich Ihnen erklären könne, wie man so denken könne. Da habe ich gesagt, das ist eigentlich ganz einfach. Wir sind aufgewachsen in einem Land, wo wir frei denken dürfen. Und wir dürfen kreativ sein. Und ich weiß natürlich, dass Sie diese Transformation durchgemacht haben und eigentlich von einem Drittweltland in kürzester Zeit die zweitgrößte Wirtschaftsmacht geworden sind. Aber ich habe auch gesagt, ich weiß auch, dass das euch nicht genügt. Ihr möchtet in 10 oder 15 Jahren führend sein in der Innovation. Aber wenn ihr nicht zulässt, dass eure Menschen freier denken dürfen, wenn ihr nicht zulässt, dass sie kreativ sein dürfen, dann bleibt ihr eine Kopiergesellschaft. Und das war faszinierend. Sie haben mit großen Augen geschaut und haben das in sich aufgenommen. Und ich finde, das war eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, eben ihnen zu erklären, dass es auch Möglichkeiten gibt, frei zu denken. Es gibt Möglichkeiten, kreativ zu sein. Das kann man jetzt auch wieder zurückführen in eine Firma. Man hat irgendwelche Borders, man hat einen Rahmen, man muss sich in diesem Rahmen bewegen, das musste ich auch immer. Aber in diesem Rahmen, da darf man sich frei bewegen, da darf man sich auslassen, da muss man den Mut haben, die Freiheit haben, sich weiter zu bewegen.
Und wenn Sie dann sehen, was aus diesen Gebilden entstehen kann, diese neuen Formen, diese Transformationen, dann ist das auch ein bisschen wegführend auf das Ganze hin, eben sich immer nach vorne zu bewegen und nicht stehen zu bleiben. Es war so, dass in diesen Gesprächen mit der chinesischen Regierung sich sehr schnell herausgestellt hat, dass sie natürlich auch wissen, dass die Zukunft sich sehr stark verändern wird. Schneller denn je. Ich möchte sogar behaupten, eine der größten Revolutionen, die haben wir erlebt mit der Industrialisierung vor ein bisschen mehr wie 100 Jahren. Aber ich glaube, was uns in den nächsten Jahren auf uns zukommt, das ist die größte Herausforderung, die die Menschheit vermutlich je haben wird. Das ist nämlich das Zeitalter der Digitalisierung. Nicht die Zeitalter des Internets, nein, die Zeitalter des Superinternets. Und es wird uns als Mensch, es wird unsere Gesellschaft und es wird alles sehr stark verändern. Wake. From the moment we wake to the moment we sleep, our lives are being transformed by technology. The pace of change is extraordinary. And with every innovation, that pace of change increases. Where some see disruption, others see a mobile workforce. The future of commerce. A more connected health service. The world's most secure transaction. The end of complex supply chains. Technology enables you to constantly create new competitive advantage. The world is exploding with potential. The world is in beta. Wir warten noch eine kleine Sekunde. Die Energiebranche ist global in einem Transformationsprozess, keine neue Erkenntnis. Interessant dabei ist, dass gemäß unserer aktuellen Studie die disruptiven Faktoren und Treiber dieser Veränderungen sich in den verschiedenen geografischen Regionen unterscheiden. Es sind dies beispielsweise die Themen Schiefergas in Amerika, wir sprechen von Onshore Wind Südamerika, in Europa sind es die Themen Energieeffizienz, die Technologien im Zusammenhang mit erneuerbaren Energien, aber auch die damit verbundenen regulatorischen und gesetzlichen Vorgaben. Wieso erwähne ich das? Unbestritten haben diese disruptiven Faktoren und Treiber dieser Transformation ihren Ursprung in den Megatrends. Megatrends wie Technologie, Urbanisierung, Klimawandel, demografische Themen, Themen, welche diese disruptiven Faktoren beeinflussen. Und es ist wichtig für ein Unternehmen zu verstehen, in welchen Regionen es tätig ist, welche dieser Megatrends präsent ist und wie diese Megatrends die disruptiven Faktoren beeinflussen. Wiederum wichtig, weil diese disruptiven Faktoren am Ende das Marktumfeld, das Marktdesign, in welchem die Energieversorger sich orientieren müssen, prägen. Nehmen wir beispielsweise das Thema Technologie. Wir haben Großtechnologien wie Offshore-Wind, wie Gleichstromübertragung, Speicherungstechnologien, aber auch das Thema der Digitalisierung, Technologien wie Internet, mobile Geräte, Sensorik, Data Analytics, Cloud Computing, und wenn Sie das kombinieren mit Aspekten von Smart Meters, Smart Grids, dann erkennen Sie, dass nicht nur die Produktionsmodelle, dass die Vertriebskanäle, aber auch die Verhaltensweisen der Kunden und somit auch der gesamte Wettbewerb sich substanziell verändern wird.
Nehmen wir die Beispiele Wettbewerb und Verhaltens- und Vertriebskanäle als disruptive Faktoren. Und ich möchte hier auf David Crane, er ist CEO eines amerikanischen Energieversorgers mit 55 kW installierter Leistung, das ist Energy. Er erwartet ganz klar in den nächsten 5 Jahren den intensiven Strommarktwettbewerb im Hause des Endkonsumenten. Seine Konkurrenz, die erwartet, das sind nicht die anderen Energieversorger. Das sind diejenigen Gesellschaften, welche bereits im Hause des Endkonsumenten sind. Wir sprechen von Google, Comcast, AT&T in der Schweiz, von Cablecom, Swisscom, Gesellschaften, Gesellschaften zu nennen. Kombinieren Sie diese Gedanken mit den Themen Demand Management oder auch dezentraler Energieversorgung, mit den Zielsetzungen der ursprünglichen Technologielieferanten GE, Siemens, Schneider Electric, auch in diesem Bereich zu wachsen, dann wird klar, dass sich der Wettbewerb für den Energieversorger, für den heutigen Energieversorger, substanziell verändern wird. Wir haben gesehen, Thema Vertriebskanäle, die verändern sich auch. Wir gehen davon aus, dass die Vertriebskanäle in Zukunft digital basiert sind. Social Media Plattformen werden eine zentrale Rolle in der Interaktion mit dem Kunden spielen. Es wird wichtig sein, Angebot und Nachfrage zusammenzubringen, jedoch weniger wichtig, in einem ersten Schritt die Nachfrage selbst zu befriedigen. Beispiel Amazon, starr das internetbasierte Buchhändler, Intermediär, heute vertikal stark rückwärts integriert, sind Content Provider, produzieren eigene Filme, Serien, sie haben die Wertschöpfungskette substanziell erweitert, aber auch das Produktportfolio. Wir haben in unserer Studie aus diesen Megatrends, aus den disruptiven Faktoren, 4 Marktdesigns abgeleitet. Ich möchte einige Stichworte zu diesen Marktdesigns geben, nicht in aller Ausführlichkeit, aber dass Sie doch ungefähr sehen, wie diese Marktdesigns aussehen könnten. Diese Szenarien unterscheiden sich in Bezug auf Eigentümerstrukturen, in Bezug auf die Art und Weise von Regulierungen, in Bezug auf den Mix Groß- und Kleinkraftwerke, auf den Einbezug erneuerbaren Energien, aber auch in Bezug auf das Engagement von Endkunden im Großhandelsmarkt. Beginnen wir mit dem Thema grüne Steuerung und Kontrolle. Das ist ein Szenario, in welchem die Energieversorgung in öffentlicher Hand ist, in welchem die politischen und regulatorischen Vorgaben den Energiemix zugunsten der erneuerbaren Energien entwickelt und beeinflusst. Wenn wir das Thema dezentralisierte Erzeugung anschauen, da sehen wir Schwerpunkte im Bereich der Mikroerzeugung mit einer zunehmenden Komplexität in der Übertragung und der Verteilung der Energie. Wir sehen ein Szenario lokale Energiesysteme, ein sehr fragmentierter Markt mit limitierter Bedeutung von zentralen Übertragungsnetzen. Oder wir sehen auch ein Szenario von regionalen Supergrids, in welchen international koordinierte Großprojekte Massenspeicherung und der Transport des Rückgrats der Energieversorgung darstellen. Welche Kombination dieser Marktdesigns sich in der Schweiz durchsetzt, ist für uns noch nicht klar. Klar ist jedoch, dass wir in diesem Jahrzehnt mit Grid Parity im PV-Bereich, mit substanziell sinkenden Kosten der dezentralen Speicherungssysteme, mit attraktiven Optionen im Bereich Elektromobilität sowie mit einer zunehmenden Anzahl von universellen Optionen im Bereich Smart Home konfrontiert werden. In diesem technologisch geprägten und kundenorientierten Marktumfeld wird es für das Energieversorgungsunternehmen wichtig, den Zweck und den Beitrag entlang der Wertschöpfungskette zu definieren. Eine Wertschöpfungskette der Zukunft, die in höchstem Maße verknüpft ist und ein komplexes Ökosystem der Zukunft für Energieversorger darstellt. Wie kann sich jetzt ein Energieversorger in diesem Marktumfeld positionieren? Wir haben auch versucht, diese Frage aufzunehmen und haben im Rahmen unserer Studie 8 Geschäftsmodelle abgeleitet, welche analog den Marktdesigns einzeln oder auch in Kombination auftreten können. Sie sehen hier auf dieser Folie die Wertschöpfungskette. Sie sehen 2 Achsen, stark integriert, schwach integriert oder asset-basiert oder service-basiert. Wenn wir vom traditionellen Kerngeschäft ausgehen,
sehen wir im Bereich der Erzeugungsmodelle, selbstverständlich auf den Handel fokussierend, aber auch ein Modell, welches die Produktion und den Vertrieb sehr, sehr eng miteinander verknüpft. Wir sehen die klassischen infrastrukturorientierten Geschäftsmodelle im Bereich der Netze, der Netzentwicklung, Netzplanung. Wir sehen hier aber auch Unterschiede im Eigentum dieser Netzinfrastruktur. Wenn wir dann weiterfahren auf Geschäftsmodelle, die mehr serviceorientiert sind und weniger integriert in die gesamte Wertschöpfungskette, dann erwarten wir Positionierungen von Unternehmen, welche das Endkundengeschäft nicht mehr kostenorientiert, sondern wertorientiert bearbeiten. Greifen wir ein Beispiel heraus, Partner von Partnern. Ein Energieversorger, welcher dieses Konzept anwendet, offeriert nicht nur Produkte im Gas- oder im Strombereich, sondern auch zahlreiche energieverwandte Dienstleistungen, beispielsweise technisches Facility Management, Lebenszyklusmanagement von Batterien, Energiemanagement bei Eigenproduktion. Services, welche unter anderem mit starken Partnern und starken Marken auch angeboten werden können und dem Kunden ermöglichen, den Lifestyle zu vereinfachen, die Lebensqualität zu erhöhen, ohne dabei initial hohe Investitionen zu tätigen. Wir sehen Beispiele bereits auch in der Schweiz. Elektromobilität ist ein Thema. Ich möchte nochmals zurückgreifen auf das Beispiel in den USA, auf Energy Energy. Sie haben zwei Angebote, das eine ist Sunora, Erstellen von PV-Anlagen, das andere ist EVgo, Lademanagement für Elektroautos. Zentral ist bei diesen Offerings, dass sie sowohl Kleinst- als auch Größtkunden angeboten werden können. Und wichtig ist hier die Kombination von komplementären Service-Offerings und Kompetenzen, um dem Kunden einfache und wertgenerierende Lösungen anzubieten. Und auch in der Kombination von verschiedenen Partnern und Marken kann auch die Reputation und die Positionierung von Energieversorgern, von traditionellen Energieversorgern, auf die Zukunft ausgerichtet werden. Das ist ein wichtiges Element, um nachhaltig Erfolg zu haben und diesen auch öffentlich wahrnehmbar und sichtbar zu machen. Wenn wir dieses Modell als Ausgangspunkt nehmen und weiterentwickeln, stellt sich die Frage, ob nicht eine breitere Kombination von Produkten, Dienstleistungen dem Endkonsumenten einen größeren Nutzen stiften könnte. Ein Energieversorger hat in seinem Absatzgebiet eine historisch gewachsene, starke Stellung, starke Beziehung zu seinem Endkonsumenten und es ist eine gute Eintrittsmöglichkeit für den Ausbau dieser Geschäftsbeziehung. Sie sehen in der Mitte dieser Folie zahlreiche Produkte, Services, welche von verschiedensten Partnern auf der obersten Ebene angeboten werden können. Wir sehen in dieser Mitte ein großes Potenzial für, sei es ein großes Energieversorgungsunternehmen, sei es Joint Ventures von Energieversorgungsunternehmen, auch in Kombination mit Verbänden, diese Angebote zu erarbeiten, zu kombinieren, um die dann sowohl auch im B2B als auch im B2C-Umfeld anzubieten. Die Herausforderung dabei ist jedoch, dass es sich bei diesem Modell um nicht traditionelle Partnerschaften handelt, welche bis jetzt in der Energiebranche sehr selten anzutreffen sind. Meines Erachtens ist dies jedoch ein entscheidender Faktor für den nachhaltigen Erfolg von Energieversorgungsunternehmen und ich bin überzeugt, dass wir in absehbarer Zeit zahlreiche industrieübergreifende Partnerschaften sehen, mit neuen Serviceangeboten, mit neuen Servicekombinationen. Zwei Bemerkungen zum Abschluss. Eine Transformation ist eine kontinuierliche und langfristige, langwierige Aufgabe. Und um diese auch erfolgreich meistern zu können, ist es wichtig, den Startpunkt zu kennen, die Schwächen, Stärken des Unternehmens, aber auch die Möglichkeiten und die Restriktionen. Es ist ebenso wichtig, in diesem Bereich das bestehende Geschäft im Fokus zu behalten. Aus dem bestehenden Geschäft werden die finanziellen Mittel, die notwendigen Mittel generiert, um eine solche Transformation auch langfristig stemmen zu können. Die zweite Bemerkung, meine abschließende: Wir haben in unseren Studien, in unseren Projekten, aber auch in der Zusammenarbeit mit Hannes Schmid zum Thema Art of Transformation die Erkenntnis gewonnen,
dass eine Veränderung des Mindsets, eine Veränderung des Selbstverständnisses eines Unternehmens eine der wichtigsten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Transformation ist, nämlich für die Art of Transformation. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Ganz herzlichen Dank, Marc Schmiedli und Hannes Schmid. Darf ich Hannes noch schnell zu mir bitten, den Künstler? Und einfach, weil ich finde, das bringt noch eine andere Note in die Veranstaltung. Du kommst ja aus dem Toggenburg, einfach aufgewachsen. Und ich staune immer wieder über diesen Werdegang. Diese Neugier, diesen Mut, Grenzen zu überschreiten. Woher kommt das? Ich glaube, dass ich bin ja 1946 geboren und ich war Ziegenpeter auf dem Saloon. Ich glaube, es lag an der Ziegenmilch, vermutlich, dass ich heute so bin. Nein, ich glaube, es ist diese endlose Begeisterung oder diese endlose Neugier, wenn man das Glück hat, durch dieses Leben zu gehen. Es gibt nichts Schöneres als zu leben. Es ist überall, es ist voll Überraschungen. Und ich bin jetzt 68 und ich habe das Gefühl, ich arbeite ja fast 18 bis 20 Stunden am Tag, weil ich finde, in meinem Alter kann man das Leben nicht mehr verschlafen. Man muss sich wirklich vorwärts bewegen und man muss sich jeden Tag den Herausforderungen stellen, man muss sich jeden Tag mit neuen Sachen auseinanderstellen und das gibt einem die Energie. Du hast einiges gezeigt aus den vergangenen Jahren, 2013 große Retrospektive in Bern, Flughafen und so weiter. Was man vielleicht nicht gerade auf Anhieb weiß, du warst einer der großen Marlboro-Fotografen und da gibt es eine ganz coole Geschichte, wie das dann kopiert wurde, geklaut wurde von anderen Künstlern. Dann hast du angefangen, die eigenen Fotografien zu malen. Wunderschön. Passiert das noch immer? Die Gemälde sind ja immer teurer geworden in der letzten Zeit. Malst du noch? Ja, ja. Also wenn ich hier in der Schweiz bin, ich male jede Nacht. Ich beginne abends um 10:30 und dann arbeite ich bis 4:30, 5 Uhr. Dann schlafe ich eine Stunde. Ich habe einen Sohn, der ist 12 und eine Tochter ist 40. Dann muss ich Frühstück machen, wenn ich da bin. Und nachher schlafe ich nochmal eine Stunde und dann geht das Tagesgeschäft los. Ja, ich male immer. Das war ja auch so eine Transformation. Ich war 10 Jahre für dieses Image verantwortlich, weltweit. Und ich habe das neu geprägt. Ich habe das nicht erfunden, aber neu dargestellt. Und 2003 hat ein großer amerikanischer Künstler mir meine Bilder geklaut. Er hat sie abfotografiert und hat sie sich zu seiner Kunst gemacht. Und damals schon 2003 wurden die Bilder für 500 bis 700.000 Dollar verkauft. Heute Die Fotografien. Das war ein bisschen fies, weil da viel mehr verdient als du damit. Ja, ja, ich verdiene immer noch nichts, aber das ist ja keine Rolle. Deine Bilder sind, was kostet ein Hannes Schmid jetzt? Ja, Marlboro. Sie sind teuer, aber die Leute fragen immer, wie lange hast du so ein Bild zu malen? Und ich sage dann immer 40 Jahre, weil es hat natürlich alles vorher dazugehört, dass ich das heute machen kann. Oder? Und dann ist das Bild ja eigentlich wieder billig. Nein, aber es ist so, dass diese Transformation, auch da, was habe ich gesagt, was mache ich jetzt? Also heute kosten ja die Bilder, die Richard Prince mir nimmt, zwischen 2,1 und 3,4 Millionen. Und ich habe gesagt, was mache ich jetzt? Rechtlich keine Chance, das ist Aneignungskunst, Appropriation Art, es gibt ein Gesetz in Amerika, das heißt Fair Use. Und ich habe gesagt, was mache ich jetzt? Ja, aber der Richard Prince, der hat ja nur eine Kopie von meinen Bildern. Wenn ich in der Lage wäre, ein unikates Original herzustellen, dann könnte ich ja neben diesem Künstler stehen. 2003 habe ich entschieden, dass diese Originalität, die kann ich nur dann erarbeiten, wenn ich mein eigenes Bild male mit Öl auf Leinwand im Fotorealismus. Aber ich konnte ja nicht malen. Und meine Frau ist Chinesin, die ist auch Künstlerin und sie hat gesagt, ja, weißt du, Hannes, wenn wir Chinesen etwas nicht können, dann gehen wir in den Keller und dann üben wir und üben und üben. Da habe ich gesagt, ist das dein Ernst? Sagt die, weil du dein Bild dir zurückholen willst, musst du das machen. 2003 ging ich in den Keller. 2006 haben meine Bilder immer ausgeschaut, wie der Kindergarten in Gockhausen versucht hat, irgendwelche Tierchen zu malen. Sie wurden besser. 2008 waren sie perfekt. Ich ging nach Amerika und ich habe mich transferiert und zu einem Künstler. Heute sind sie noch besser, heute sind sie wirklich perfekt. Man kann sie kaum von einer Fotografie unterscheiden. Wir müssen etwas die Abkürzung nehmen. Ich könnte eine halbe Stunde oder eine Stunde mit dir sprechen. Ich habe schon Referate von dir gesehen, aus deiner, wo du über deine Biografie sprichst. Wunderbar, das kann ich Ihnen empfehlen. Wo findet man mehr über dich? Boah. www.hannesschmid.ch, ja genau. Also, ganz herzlichen Dank für den Besuch hier. Hannes Schmid und Marc Schmidli. Danke vielmals. Ja.